Ja, meine Damen und Herren, ich möchte gerne diese Pressekonferenz nutzen, um auch im Namen der sächsischen Staatsregierung Stellung zu nehmen zu dem, was wir in den letzten Tagen erleben mussten. Und zunächst einmal sagen, im Namen des gesamten Kabinetts gilt unsere tief empfundene Anteilnahme der Familie und den Freunden des getöteten Chemnitzers. Das ist eine schwere Straftat, die dort begangen worden ist, die wir mit aller Entschiedenheit aufklären werden. Aber natürlich muss man zunächst einmal das tragische Leid sehen für auch die beiden Personen, die im Nachgang zu dieser Auseinandersetzung im Krankenhaus behandelt werden mussten und zum Teil auch noch im Krankenhaus sind. Es ist eine schreckliche Tat. Sie rührt uns, denke ich, alle. Aber was daraus auf dem Rücken der Opfer gemacht worden ist, ist geschmacklos und verstörend. Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich und wird von uns zurückgewiesen. Wenn bei einer Spontankundgebung Menschen mit ausländischem Aussehen angegriffen werden, ist das inakzeptabel. Wir führen einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Freistaat Sachsen. Bereits seit Anfang der 90er Jahre mit der SOKO Rechtsextremismus, mit der Sonderstaatsanwaltschaft, mit den Erfolgen zu der Skinhead Sächsische Schweiz oder der Gruppe Freital. Wir haben uns einmal mehr auch in der aktuellen Staatsregierung, die von mir geführt wird, für eine Stärkung des Programms Weltoffenes Sachsen entschieden, um Initiativen vor Ort und Bündnisse für Demokratie zu fördern. Und wir haben nicht zuletzt auch den Reichsbürgern den Kampf angesagt. Wir sehen an den Ereignissen in Chemnitz, wie notwendig das ist und dass wir in diesem Kampf auf keinen Fall nachgeben dürfen, sondern dass wir ihn weiter intensivieren müssen. Die Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, hat aus meiner Sicht richtig gehandelt, als sie das Stadtfest beendet hat. Wir alle stehen solidarisch zur Stadt Chemnitz und werden sie weiter unterstützen. Ich bin Innenminister Roland Wöller sehr dankbar, dass er gestern nach Chemnitz gefahren ist, dass er bis tief in die Nacht in Chemnitz vor Ort war, um einmal der Polizei, aber eben auch der gesamten Stadtbevölkerung zu zeigen, dass die sächsische Staatsregierung zu ihr steht und dass dies eine gemeinsame Angelegenheit ist, die wir auch genau so sehen. Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, die vor Ort eine hervorragende Arbeit geleistet haben. Man muss sagen, dass die Mobilisierung im Internet stärker ist als in der Vergangenheit und dass wir darauf reagieren werden, auch in den nächsten Tagen, ist vollkommen klar. Diese Mobilisierung beruht auf ausländerfeindlichen Kommentaren, auf Falschinformationen und auf Verschwörungstheorien. Das ist auch Stimmungsmache gegen den Staat und seine Institutionen. Es ist zum Teil ein Angriff auf unsere Wahrheitssysteme. Dem stellen wir uns alle entschieden mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats gegenüber. Der Staat hat das Gewaltmonopol und wir lassen es uns auch nicht aus der Hand nehmen. Wir haben einen Rechtsstaat. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass Gerichte entscheiden, dass es keine Vorverurteilung und dass es keine Selbstjustiz gibt. Im Fokus unserer Arbeit steht deshalb heute die Aufklärung der Straftaten und die Verurteilung der Täter. Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Straftäter auf allen Seiten werden dingfest gemacht. Es wird keiner der Strafverfolgung entgehen, der sich strafbar gemacht hat. Das gilt auch und gerade für diejenigen, die sich am gestrigen Abend dort getummelt haben. Ich finde es richtig, dass der Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat. Ich erwarte bei der Aufklärung baldige Ergebnisse. Das wird Klarheit bringen. Wir werden darüber immer öffentlich und transparent informieren. Das ist, meine Damen und Herren, besonders deswegen wichtig, weil ein Teil der Aufrufe, die jetzt im Internet kursieren, aus unserer Sicht auf falschen Informationen beruhen, auf Fake News.
Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigen, und es gibt auch keinen Anlass, dass es so gewesen sein könnte, dass es dort eine Auseinandersetzung gegeben hat, dass eine Frau geschützt werden sollte und dass deswegen es zu dieser Straftat gekommen ist. Das ist aber für vieles, was derzeit im Internet kursiert, die Grundlage einer Diskussion. Und ich habe gerade noch einmal das kleine Kondolenzbuch gesehen, was eingerichtet worden ist für den Verstorbenen. Eine an sich wunderbare Angelegenheit der Ausbildungsstätte in Chemnitz. Aber man muss sehen, dass jeder zweite, dritte Kommentar, der hier eingetragen ist, genau auf diesen scheinbaren Fakt, der nicht bewiesen ist und den wir aus heutiger Sicht auch wirklich nicht bestätigen können, abzielt. Und deswegen ist die Aufklärung des Tathergangs und die Verurteilung der Täter eine so wichtige Angelegenheit. Es zeigt dieses schnelle Agieren der Justiz und das enge Zusammenspiel mit der Polizei. Wirkungen, zwei Tatverdächtige sind bereits in Untersuchungshaft. Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass die Tatsache, dass es sich dabei um einen Syrer und vermutlich um einen irakischen Staatsbürger handelt, überhaupt kein Grund ist für eine Generalverdächtigung aller ausländischen Bürger. Das gilt generell, im Besonderen für die Universitäts- und Kulturstadt Chemnitz. Und es ist für mich auch eine ganz zentrale Aussage, dass wir uns vor unsere ausländischen Mitbürger stellen. So wie wir das da erlebt haben, geht das nicht. Das ist von uns, wird von uns nicht akzeptiert. Wir werden auch alles daran setzen, diejenigen dingfest zu machen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Und ich habe gerade noch einmal im Gespräch mit der Polizei gehört, dass die Personen bekannt sind, sodass man sie auch identifizieren kann. Und wir erwarten auch dort eine schnelle und konsequente Verurteilung. Radikale Gruppen haben zu Demonstrationen aufgerufen. Wir können, glaube ich, anhand auch der Bilder von gestern Abend all jenen Bürgern, die aus Empathie und auch möglicherweise auf Grundlage falscher Fakten sich daran beteiligt haben, einfach noch einmal deutlich sagen, schauen Sie sich genau an, wessen Geisteskind die Initiatoren dieser Initiativen sind. Ich stehe, wie auch die gesamte Staatsregierung, am Donnerstagabend im Sachsengespräch für alle Fragen zur Verfügung, auch für diejenigen Menschen, die sich Sorgen machen und diese äußern wollen. Es geht uns darum, eine Minderheit, die versucht, die Gesellschaft zu beeinflussen und Stimmung in diesem Land zu erzeugen, zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden zeigen, dass wir einen starken Staat haben. Wir werden unsere Wertesysteme und Wahrheitssysteme verteidigen. Dazu, meine Damen und Herren, dient auch meine Regierungserklärung in der kommenden Woche. Es muss uns gelingen, dass wir nicht Fake News die Oberhand überlassen, sondern dass wir Fakten liefern und Aufklärung liefern, sodass jeder weiß, was sich wirklich zugetragen hat und wie die Situation ist. Es geht hier um etwas ganz Grundsätzliches. Es geht um die Art unseres Zusammenlebens. Es geht um Anstand, Respekt, um Ordnung und Sicherheit. Es geht um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es geht um den Kampf für eine offene, durch Meinungsvielfalt geprägte Gesellschaft. Und dieser Kampf, meine Damen und Herren, geht uns alle an. Wir brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen Gesellschaft. Wir brauchen die breite Unterstützung aus der Bevölkerung, um diesen Kampf gewinnen zu können. Dabei ist mir und uns sehr wichtig, dass wir differenzieren müssen und nicht pauschalisieren. Es sind nicht die Chemnitzer, es sind nicht die Sachsen, es sind Extremisten, denen wir alle miteinander den Kampf ansagen. Wir müssen unsere Stärke denen entgegensetzen, die unsere demokratische und freiheitliche Grundordnung bedrohen. Wir müssen die Mitte der Gesellschaft mobilisieren, jetzt noch deutlicher zeigen, für Extremismus ist in Sachsen kein Platz. Ich habe das bei meiner Teilnahme am 1. Mai in Chemnitz und zuvor in Ostritz klargemacht
Und ich werde auch in Zukunft keine Gelegenheit auslassen, um dies zu demonstrieren. Und auch in der sächsischen Staatsregierung sind wir uns in dieser Frage einig. Ich werde am 30. August Chemnitz den ganzen Tag besuchen, viele Gespräche führen und auch dort noch einmal deutlich machen, wir setzen das Gewaltmonopol des Staates durch für die Sicherheit der Menschen und für die Verteidigung der Demokratie. Es ist ein Test, dem wir hier unterzogen werden, der auch durch die überregionale Berichterstattung und die Mobilisierung in anderen Bundesländern für Extremisten immer noch attraktiver und interessanter wird. Aber ich sage Ihnen zu, wir sind entschieden, diesen Kampf zu gewinnen und wir werden ihn auch gewinnen. Vielen Dank. Herr Innenminister, bitte. Ja, vielen Dank. In den vergangenen Tagen ist die sächsische Polizei durch mehrere Einsätze in Chemnitz sehr viel abverlangt worden. Ausgangspunkt war das Tötungsdelikt am 26.08. in der Nacht. Und ich möchte ebenfalls noch mal betonen, was ich gestern getan habe. Es ist ein Mensch gestorben. Es ist eine furchtbare Angelegenheit, eine ernste Sache. Unsere Gedanken und unsere Trauer sind mit den Familien und mit den Angehörigen. Es wird ermittelt. Diese Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat gestern ja Haftbefehle beantragt und das zuständige Gericht hat diesen Haftbefehlen auch stattgegeben. Zwei Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft. Ich bin dankbar für das Zusammenspiel auch mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Das zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Umso ungeheuerlicher ist es, wie ein solches Ereignis, insbesondere von rechten Gruppierungen, Gewalttätern und Chaoten instrumentalisiert wird. Das Netz trägt dazu bei, dass Gerüchte, Falschmeldungen, Fehlinformationen und regelrechte Lügen sehr schnell verbreitet wird. Und ich will auch noch mal hier die Gelegenheit nutzen, Sie einzuladen, sich seriöser Quellen zu bedienen. Die Polizei stellt selbstverständlich auch transparent, gewissenhaft und zeitnah diese Informationen auch über das Netz zur Verfügung. Zur Lage in Chemnitz. Es war die größte Lage jemals mit einem solchen Gewaltpotenzial. Es gab eine extreme Anspannung bei allen Kräften. Und deshalb lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die Beamten, haben einen verdammt guten Job gemacht. Ich darf von dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank aussprechen für diesen Einsatz, der für manche weit über das normale Maß und die Regelarbeitszeit hinausgegangen ist. Und gerade deshalb war ich gestern bis tief in die Nacht in Chemnitz gewesen vor Ort, um mich über die Lage zu informieren und vor allem mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, ihnen den Rücken zu stärken, meinen Dank auszusprechen. Nicht nur ich als Innenminister, sondern die gesamte Staatsregierung vertraut unserer Polizei. Sie hat viel Rückhalt, auch bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Die Bilder, die jetzt zu sehen sind, sind alarmierend. Sie machen mich persönlich auch betroffen. Vor allem deswegen, dass wir bei dem Demonstrationsgeschehen ja gestern die Situation hatten, dass etwa 1500 Demonstrationsteilnehmer angemeldet waren und im Verlauf der Demonstration etwa 7000 Demonstranten zu zählen waren. 6000 rechts und etwa 1000 Gegendemonstranten in Chemnitz. Weit mehr. Das hat mit zwei Phänomenen zu tun. Erstens mal, wir haben es mit einer erheblichen Mobilisierungswirkung zu tun. Das heißt, weit über die regionalen und die Landesgrenzen hinaus sind Chaoten, insbesondere rechte Gewalttäter, angereist. Auch aus der Hooligan-Szene und der Fußballszene. Aus Berlin, aus Brandenburg, aus Thüringen,
aus Niedersachsen und selbst aus Nordrhein-Westfalen. Und das andere, das Netz, die sozialen Medien haben eben durch die Fehlinformationen, durch die Möglichkeit des Missbrauchs maßgeblich dazu beigetragen, dass hier diese Mobilisierungswirkung entstehen konnte. Das ist Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen die polizeilichen Maßnahmen in Chemnitz erheblich ausweiten. Die Gespräche mit der Stadt werden heute und in den folgenden Tagen noch dazu führen. Ich bin der Überzeugung, dass die große Mehrheit der Menschen in Chemnitz, aber auch die große Mehrheit der Menschen in Sachsen zur Demokratie stehen, alles andere als extremistisch eingestellt sind, mehr noch solche extremistischen Taten scharf verurteilen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass auch hier die Zivilgesellschaft insgesamt Flagge zeigt. Wir können und dürfen nicht zulassen, dass diese Bilder, die das Bild von Chemnitz prägen und auch den Freistaat Sachsen beschädigen. Unsere Aufgabe ist, Recht und Ordnung durchzusetzen, und das werden wir tun. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? Kai Kollenberg, Freie Presse. Ja, ich möchte gern darauf antworten und noch etwas vorausschicken. Wir haben in Chemnitz einmal im Zusammenhang mit der Straftat vom Sonntagmorgen und auch gestern eine ganze Reihe von Verletzten über den Getöteten hinaus gehabt. Es ist mir an dieser Stelle ein wichtiges Anliegen zu signalisieren, dass wir es bedauern, dass Menschen in ihrer Gesundheit bei, so sieht es der Gesetzgeber vor, bei friedlichen Demonstrationen geschädigt wurden. Es waren keine friedlichen Demonstrationen. Und zur Einschätzung dieser Situation kann ich Ihnen eindeutig sagen, dass die Anzeigezahlen bei den Versammlungen durch die Anzeigenden nach oben korrigiert wurden und dass wir, so wie es bereits ausgeführt war, von 1.000 auf der Seite Pro Chemnitz und von 500 auf der anderen Seite ausgehen konnten. Wir haben unsere polizeilichen Erfahrungen und die Erkenntnisse, die im Verlauf des Tages gewonnen wurden, darin einfließen lassen und haben uns guten Gewissens zu diesem Zeitpunkt auf eine Annahme verständigt, dass wir von der doppelten Anzahl ausgehen. Dass es dann nochmal eine solche Vervielfachung gab, das war für uns nicht zu prognostizieren. Sie haben gehört, aus welchen Bereichen Deutschlands hier Anreisen durchgeführt worden sind, in aller Regel im Individualverkehr. Und die Signale, die wir vorher hatten aus anderen Bundesländern, das war eine Zahl 2 mal 15. Das hat sich so nicht gehalten und so bestätigt. Der Einsatz war also schon mit mehr Kräften angelegt, als es ursprünglich die Anmeldezahlen veranlassten. Und es ist uns ja auch gelungen, die beiden Demonstrationszüge während der gesamten Zeit zu trennen. Es hat mal Gruppen gegeben, die in die andere Versammlung hineingelangt sind, aber nicht durch die polizeiliche Begleitung gekommen sind. Wir haben darüber hinaus die Konstellation, und das ist leider oft so, dass es auch nach den Versammlungen im Stadtgebiet zu Straftaten gekommen ist. Die Kolleginnen und Kollegen in der Polizeidirektion Chemnitz arbeiten derzeit das Bild der gesamten Straftaten auf. Wir haben eine Zahl vor, wir haben eine Zahl während und wir haben eine Zahl nach der Versammlung festgestellt. Die Polizeidirektion Chemnitz wird das heute noch berichten. Auch bei den Verletzten werden wir die Zahlen noch ein Stück nach oben korrigieren müssen.
Das hat seine Ursache, dass wir nach der Nacht, als wir die Personen angetroffen haben und die Identität festgestellt haben, nunmehr in der Phase sind, weitere Anzeigen zu erhalten, mit Geschädigten zu sprechen. Sie bringen ärztliche Atteste bei, haben sich dem Arzt vorgestellt oder wir raten auch dazu, noch einmal zum Arzt zu gehen. Deshalb sind die Zahlen im Moment noch nicht gehärtet und sie werden weiter nach oben gehen. Als letzten Informationsstand, bevor ich hierher gekommen bin, gibt es im Rahmen der Versammlungsteilnehmer und nach der Versammlung 9 Verletzte, die man der Demonstration pro Chemnitz und 9 Verletzte, die man der Demonstration links zuordnen kann. Ob das alle bleiben, gerade weil es in der Nacht noch viele Bemühungen gab, Versammlungsteilnehmer des jeweils anderen politischen Spektrums festzustellen und sie anzugreifen. So geschehen im Bereich Hartmannplatz, wo die Täter aus dem Bereich des Schlossteichgeländes kamen. Das muss ich im Moment noch offen lassen. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran. Danke. Michael Deutschmann, Bild-Zeitung. Herr Ministerpräsident, Ihr Innenminister hat nach einigen Sekunden spät in der Nacht gestern in Chemnitz ausgeharrt. Chemnitz war im Fokus der Öffentlichkeit gestern in den nationalen Medien. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, nach Chemnitz zu reiten? Was war gestern Abend wichtiger? Wir haben gestern den ganzen Tag uns über Chemnitz und unser Vorgehen verständigt, über die Art, wie wir auch in den nächsten Tagen agieren wollen. Und haben uns miteinander entschieden, dass wir genau so vorgehen und ich halte das auch für richtig. Arndt Groß, MDR. Heute Morgen war in der Zeitung, in Online-Medien zu lesen, ein Hauch von Weimar. Bundesinnenminister Seehofer bietet jetzt schon seine Polizeihilfe an. Sie sagen, der Staat ist handlungsfähig. War er das gestern angesichts der Tatsache, dass Sie so eine Fehlkalkulation hatten? Hätte der Ruck nicht gestern passieren müssen? Also, jetzt mal langsam. Wir haben solche Auseinandersetzungen in Chemnitz das erste Mal erlebt. Wir haben sie leider in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland auch schon erlebt. Und das Entscheidende ist, dass wir darauf entsprechend reagieren. Der Polizeieinsatz gestern war erfolgreich, er wird ausgewertet und es werden daraus auch Erfahrungen für die Zukunft gezogen. Das ist auch richtig so und deswegen ist für mich auch wichtig, es steht zu vermuten oder zu erwarten, dass auch in der kommenden Zeit versucht wird, in Chemnitz solche ähnlichen Aufmärsche wieder zu organisieren. Und wir werden alles daran setzen, mit unseren Kräften, mit den Kräften anderer Bundesländer und natürlich der Bundespolizei, hier klarzumachen, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Und das ist die eine Aufgabe. Die andere ist eine argumentative und auch informative. Es geht darum, eine Sachverhaltsaufklärung in die Bevölkerung zu leisten. Was sind eigentlich die Gründe, die da zu dieser Straftat geführt haben? Und es geht auf der anderen Seite, und das meine ich mit dem Ruck, darum, dass wir alle miteinander, egal welche Hintergründe jetzt da eine Rolle gespielt haben in der Tat am Sonntagmorgen, so einen Umgang, so eine Form von Selbstjustiz, so eine Aggression gegen anders aussehende Bürger nicht zulassen, das ist für unsere Gesellschaft nicht hinnehmbar, das ist keine Art des Umgangs miteinander. Und diese drei Aufgaben müssen wir gemeinsam und auch zügig leisten. Die Kooperation der Bundesländer und des Bundes in solchen Lagen ist erprobt und findet regelmäßig statt. Und selbstverständlich wird auch Bundespolizei regelmäßig hier zum Einsatz kommen. Danke. Gunnar Saft, Sächsische Zeitung. Eine Frage an Herrn Gewogi. Konnten die beiden Verletzten der eigentlichen Straftat schon vernommen werden oder worauf basiert denn Ihre bisherige Einschätzung, dass es keine Hinweise auf eine vorherige Belästigung von Frauen gibt? Die Möglichkeit bestand im eingeschränkten Maße. Natürlich wurde sie genutzt. Wir haben ein objektives Bild von dieser Tat, da wir
Beweismittel gefunden haben, die untersucht werden können und Spuren gesichert haben, von denen wir jetzt ausgehen, dass wir sie ebenso untersuchen können. Und dieser erste Ablauf ist noch geschildert worden. Auch der Verstorbene ist ja angetroffen worden im lebenden Zustand. Ihm ging es dann schlechter. Und diese ersten Äußerungen haben keinen Anlass gegeben, dass es ein vorangegangenes Delikt gegeben hat, das sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung gewesen wäre. Es wurde von einem Streit zwischen zwei Männergruppen gesprochen, der dann durch die Verwendung von Messern so eskaliert ist, Übertätlichkeiten, dass es tödliche Verletzungen gab. Das ist der Hintergrund. Bitte bedenken Sie, alle, die daran beteiligt sind, insbesondere Geschädigte, stehen bei solchen Straftaten massiv unter Stress. Niemand ist die Nacht um drei außerhalb des Stadtfestes in der Innenstadt von Chemnitz unterwegs, um sich verprügeln zu lassen, um provoziert zu werden. Wir wissen, dass selbst der Verletzte nicht unmittelbar den Tatablauf gespürt hat. Er hat das Ergebnis der Tat gespürt. Sie kennen solche Beschreibungen. Es wird warm und feucht am Rücken. Insofern sind wir hier aber so unterwegs, dass alle Ermittlungen ausreichend waren, um eine Anregung für einen Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Der Antrag ist gestellt worden und ein Richter hat entschieden. Und das macht ein Richter nicht ohne klare Aktenlage. Ja. Eine Frage an den Ministerpräsidenten und auch CDU-Parteivorsitzenden. Muss sich die Sächsische Union vorwerfen lassen, zu wenig gegen Rechtsextremismus getan zu haben? Wir reden um die Sorex, die Gründung. Es gibt ja auch die berühmte Aussage des früheren Ministerpräsidenten, dass die Sachsen immun seien, die Analysten heute überlegen, was falsch lief in diesem Land. Vielen Dank, Herr Schurich, nochmal für die Frage. Diese Aussage ist 20 Jahre alt. Und sie ist nicht von mir. Ich habe in meinem Handeln, und zwar seitdem ich politisch aktiv bin, glaube ich, immer einen anderen Eindruck hinterlassen. Und das beruht auf einer tiefen Überzeugung meiner Erlebnisse mit Rechtsextremisten in den 90er Jahren in meiner Heimatstadt. Wir haben den Kampf dort gewonnen. Wir werden ihn auch in Sachsen gewinnen. Wir gewinnen ihn nicht alleine mit Einsatz von Polizei oder Verfassungsschutz. Wir gewinnen ihn auch nicht alleine durch Reden im Sächsischen Landtag oder durch diese Pressekonferenz. Wir brauchen ein breites Bündnis in der Bevölkerung, ein breites Verständnis für diese Aufgabe. Daran arbeiten wir. Ich bin da auch dankbar für den engen Schulterschluss in der sächsischen Staatsregierung und in den tragenden Parteien. Wir wollen auch weitere Initiativen auf den Weg bringen. Wir überlegen da intensiv drüber dran. Aber man darf sich die Sache auch nicht so leicht machen. Ich habe das jetzt in dem einen oder anderen Kommentar auch gelesen. Mit zunehmender Distanz zum Freistaat Sachsen werden die Sachen ja auch unschärfer. Deswegen bin ich dankbar, dass Sie sie nochmal gestellt haben, dass ich sie nochmal in dieser Klarheit auch beantworten durfte. So, also Ine Dippmann, MDR. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute denn nun tatsächlich gestern die Demonstration abgeschützt haben, also wie viele Beamte gestern da waren. Und angesprochen worden ist die Veranstaltung am Donnerstag und auch ein erhöhtes Polizeiaufgebot in Chemnitz ist angesprochen worden. Wie werden Sie die Veranstaltung am Donnerstag absichern? Zunächst einmal zu den eingesetzten Polizisten am gestrigen Tag. Es sind ca. 600 Beamte für diesen Einsatz unterwegs gewesen. Ich sage deshalb für diesen Einsatz, weil es ja darüber hinaus auch noch die Aufgaben des Regeldienstes gibt, die wir erfüllen müssen, also alles das, was der Alltag von uns erfordert. Wir sind jetzt nach der Demonstration gestern dabei, die Lage für die kommenden Veranstaltungen neu zu bewerten. Aber eines steht fest, für die nächsten Tage und Wochen werden wir zunächst einmal die Präsenz in Chemnitz deutlich erhöhen. Die Kollegen der Bereitschaftspolizei werden die Polizeidirektion Chemnitz unterstützen. Ich verstehe das Anliegen, nach Möglichkeit Zahlen zu erfahren,
Aber das richtet sich natürlich immer daran aus, welche zusätzlichen Ereignisse in Chemnitz für die Polizei Aufgaben verursachen. Und das Gleiche gilt für den Freistaat Sachsen. Aber es wird spürbar sein. Danke. Herr Beverunge, CDF. Herr Kretschmer, es gab Medien, die heute getitelt haben, wie die Polizei eine Stadt den Rechten überließ und der Amt, an dem die Polizei den Rechtsstaat aufgab. Können Sie solche Überschriften nachvollziehen? Nein. Und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Berichterstattungen heute Morgen. Ich meine, es wäre im Morgenmagazin gewesen, eine ganz andere Darstellung der Situation. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Wir haben auch bei Facebook Bilder gesehen, wo junge Leute, vermutlich ausländischer Herkunft, vor einer Menschengruppe wegrennen. Und das erschüttert. Ja, und das ist ja auch die Grundlage gewesen für viele Wortmeldungen, die wir aus Deutschland jetzt gehört haben. Und das nehmen wir sehr ernst. Ich bin mir sicher, dass das nicht Chemnitz ist. Aber ich möchte gerne, dass auch in aller Deutlichkeit klar wird in Deutschland, wir lassen das nicht zu, wir arbeiten daran und wir setzen dem etwas entgegen. Juliane Morgenroth, Morgenpost. Frage noch, gab es Kräfte aus anderen Bundesländern und wenn ja, wie viel gestern? Und die zweite Frage, es gibt Vorwürfe, dass Hitlergrüße eben nicht geahnt wurden. Was sagen Sie dazu, wie kann das sein? Den Einsatz gestern haben wir mit sächsischen Kräften bewältigt. Und die Schlussfolgerung, dass das Zeigen des Hitlergrußes, also ein Verstoß gegen Paragraphen 86a nicht geahndet werden, die ist an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung einfach unzulässig. Wir nehmen jedes Delikt dieser Art auf. Wir haben aus der Versammlung an dieser Stelle bereits Feststellungen gehabt. Wir haben vor der Versammlung Personen erkennen können, die in den sozialen Medien abgebildet waren, wo eine Umgebung, eine Bildumgebung, es rechtfertigt, das genau diesem Ereignis zuzuordnen. Es sind weitere Anzeigen erstattet worden, die nehmen wir auf, führen die Ermittlungen und legen diese selbstverständlich der Staatsanwaltschaft vor. Über die Ahndung entscheidet letztendlich das Gericht oder im Einzelfall auch die Staatsanwaltschaft. Lassen Sie mich an dem Punkt noch ergänzen. Es ist mir besonders wichtig, also wir gehen ja nicht nur den Anzeigen nach und den Hinweisen, sondern wir haben ja gestern auch explizit aufgefordert, uns Hinweise zu geben, Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. Also es wird alles angenommen, was darauf hindeutet und hilfreich dabei sein können, die Personen zu identifizieren, die sich StGB 86a, also Zeigen von verfassungswidrigen Zeichen, schuldig machen. Nach meinen Informationen waren es mindestens 5 gewesen, die jetzt eine Anzeige haben. Die Zahl steigt noch. Einer konnte sofort identifiziert werden. Bei anderen sozusagen ist die Identität freigelegt, also im Netz. Wir gehen jedem Hinweis nach. Ich bin auch dankbar, dass wir also heute, bin ich mit meinem Kollegen Justizminister gesprochen, dass wir einen engen Draht haben zur Generalstaatsanwaltschaft. Das Ziel muss sein, und das ist unser Bestreben, dass wir alle diese Sachen aufklären, zur Anzeige bringen und dann einer schnellen Strafe zu führen. Das muss das Ziel sein, weil wir solche Umtriebe auf unseren Straßen in Chemnitz und anderswo in Sachsen nicht dulden können. Lassen Sie mich einen Punkt noch sagen. Herr Saft, Sie hatten zu Recht die richtige Frage gestellt. Was tun? Wie gehen wir jetzt damit um? Das beschäftigt mich schon seit Längerem, nicht erst seit den Vorgängen in Chemnitz. Sie wissen, dass ich hier vor einigen Monaten vor Ihnen saß und das Thema kommunale Kriminalprävention und Prävention jetzt in den Vordergrund gestellt haben. Das Kabinett hat dazu schon Beschlüsse gefasst. Wir fördern und unterstützen kriminalpräventive Räte, die Zusammenarbeit zwischen Polizei, zwischen den Vereinen, zwischen den Kommunen, zwischen der Jugendarbeit, zwischen der präventiven Jugendarbeit, Vereinen und Verbänden. Denn wir wissen eines, Prävention wirkt. Ja, hier müssen alle Beteiligten gefordert, selbstverständlich auch die Polizei in dem verstärkten Maße. Aber wir brauchen uns nicht zu wundern,
wenn hier und da Jugendclubs geschlossen werden, dass wir dann sozusagen verstärkt Auseinandersetzungen haben. Das ist jetzt nicht die Ursache, aber mit vielleicht ursächlich dafür, dass sich dann rechts und links, insbesondere rechts, aufschaukeln. Also hier haben wir insgesamt eine Verpflichtung zwischen den kommunalen Verantwortungsträgern und Institutionen in den Kommunen. Und auch, das hat also der stellvertretende Ministerpräsident heute in der Kabinettssitzung betont, auch der Zivilgesellschaft. Also das ist wichtig, dass wir hier zu einem anderen Zusammenwirken kommen, nicht nur um wirksam diese Umtriebe zu begegnen, sondern auch zu zeigen, dass die Mehrheit in Sachsen anders denkt und auch das Bild nach außen transportiert. Herr Deutschmann, Bild-Zeitung. Herr Ministerpräsident, Sie haben vorhin selbst mal angesprochen, die diverse Äußerungen von außerhalb der sozialen Medien. Es gab relativ viele Wortmeldungen bis hin zum Regierungssprecher. Sie haben relativ lange gewartet diesmal mit einer Äußerung. Das war vor einer Woche noch schneller. Gibt es dafür einen Grund? Gab es da im Zweifel eine Lernkurve oder wie muss man sich das vorstellen? Selbstverständlich gibt es bei mir eine Lernkurve. Und ich finde, die Angelegenheit ist so ernst, dass wir hier wirklich dabei sind, den Sachverhalt aufzuklären. Das gelingt uns zunehmend. Es muss dafür gesorgt werden, dass wirklich der Staat das Heft des Handelns in der Hand hat. Das hat er gestern Abend gehabt und das wird er jetzt auch in den nächsten Tagen haben und Wochen, damit eben nicht das ein Aufmarschort für Leute aus der ganzen Republik werden. Das wollen wir gemeinsam mit unseren Chemnitzern verhindern. Sie müssen wissen, ich habe eine große Achtung vor der Leistung der Oberbürgermeisterin und ich habe eine große Sympathie für das, was in Chemnitz in den vergangenen fast 3 Jahrzehnten aufgebaut worden ist. Und wir werden dafür sorgen, dass das auch eine gute Zukunft hat. Kai Kollenberg. Herr Böller, jetzt gab es ja und gibt es immer noch massive Kritik an der Polizei, aber dieser Person, dass er Sie angerufen, im Amt zu bleiben, oder haben Sie auch über Rücktritt nachgedacht? Ich bin vordringlich damit beschäftigt, Sorge dafür zu tragen, dass wir Recht und Ordnung, die Polizei Recht und Ordnung durchsetzen kann. Ich habe unmissverständlich gesagt, wie ich diese Vorgänge beurteile und bewerte. Ich bin am Ort des Geschehens, insbesondere froh darüber, dass es gestern gemeinsam gelungen ist, mit der Polizei, mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft und mit der Oberbürgermeisterin Chemnitz da klar zu zeigen, worum es uns geht, klare Botschaften, dass wir diese Szenen in Chemnitz verurteilen, dass wir deutlich machen, dass diese Bilder nicht für Chemnitz und für Sachsen stehen, dass die große Mehrheit das anders sieht. Und dass wir gemeinsam dafür Sorge tragen wollen, dass wir Recht und Ordnung durchsetzen und dass der Rechtsstaat sich zum Durchbruch verhilft. Und darauf sind alle Anstrengungen auch auf die meine gerichtet. So, und eine Kollegin, dessen Namen ich vergessen habe. Hätten Sie gestern theoretisch die Möglichkeit gehabt, weitere Einheiten der Ortschaftspolizei nach Chemnitz zu schicken, wenn Ihre Lageeinschätzung eine andere gewesen wäre? Bei einer anderen Lage wäre es gestern möglich gewesen, weitere Einheiten zu entsenden. Korrektur, Lage muss an dieser Stelle formuliert werden, Lageprognose. Ne? Okay, die Dame da bitte. Es gab ja auch kritische Stimmen seitens der Bundespolitik, dass man mit dem Problem des Rechtsextremismus, sofern es denn vorhanden ist, in Sachsen nicht richtig umgegangen ist. In der Vergangenheit, Herr Kretschmer, Sie haben diese Kritik zumindest gerade für Ihre Aktivität ausgeräumt, aber inwiefern würden Sie die Kritik denn vielleicht zurückgeben und sagen, das ist auch Sache der Bundesregierung, da wünschte man sich vielleicht mehr Unterstützung auch seitens der Bundesregierung? Ich weiß gar nicht, ob das diese Kritik so richtig gegeben hat. Ich habe das ein oder andere Mal gelesen, dass jemand gesagt hat, wir sollen doch mal klar sagen, dass es Rechtsextremismus im Freistaat Sachsen gibt. Also es gibt Rechtsextremismus in Deutschland, es gibt ihn in Sachsen und es ist eine, habe ich ja gerade, glaube ich, umfassend gesagt, breite Aufgabe, ihn zu bekämpfen. Ich bin mit dem, was wir in der Bundesregierung an Unterstützung haben und an übrigens auch in vielen zivilen Organisationen von den Gewerkschaften, von den Kirchen, von der Kunst oder Kultur, beispielsweise jetzt auch in Dresden,
was die Frage der identitären Bewegung Dritter Weg angeht, hier am Samstag, die Unterstützung, die wir in Ostritz hatten, das ist ein breites Bündnis und deswegen bauen wir auch auf etwas auf. Ich finde das, was der Roland Wöller gesagt hat, kriminalpräventive Räte und Bündnisse, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist eine Graswurzelbewegung und es entsteht damit gemeinsames Bewusstsein, gemeinsames Verständnis, auch Kenntnis voneinander. Das ist genau der richtige Weg. Und ansonsten gilt, wenn ich die Frage mal so aufgreifen darf und dann meine eigenen Gedanken noch mal dazu sagen darf, wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu streiten und Vorwürfe zu machen, wer zu viel oder zu wenig oder wann auch immer was gemacht hat, dann kommen wir nicht zu der eigentlichen Aufgabe. Ich würde niemanden unterstellen in der Bundesrepublik Deutschland, der zu einer demokratischen Partei gehört, dass er dieses Thema nicht mit großer Ernsthaftigkeit und mit Sorge betreibt. Und ich glaube, dass man das uns auch nicht unterstellt. Das ist dann, wenn dann eine Art der Berichterstattung, die, glaube ich, vor allen Dingen von Menschen betrieben wird, die nicht so nah dran sind. Uta Deko, MDR. Sagt Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, von der CDU, dass da die Pressekonferenz zu den Ereignissen von Chemnitz, die wir live übertragen haben. Herr Professor Kronberg, Michael Kretschmer sagt sehr deutlich, der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Das ist mir aufgefallen, das habe ich mir notiert. Wie beurteilen Sie diese Äußerung? Ist das jetzt notwendig gewesen an diesem Punkt oder ist es in gewisser Hinsicht selbstverständlich? Beides. Und das macht das natürlich politisch sehr spannend. Einerseits ist es die Feststellung, er ist besonnen, er ist entschieden, sehr konzentriert aufgetreten, sein Innenminister, der Polizeipräsident. Man hat die Lage unter Kontrolle. Dieser Verweis auf Weimar, bürgerkriegsähnliche Zustände, weist man natürlich empört von sich. Der Vergleich hinkt auch. Man hat die Lage unter Kontrolle. Es gibt Probleme, denen wird man aber Herr werden, den ist man gestern auch Herr geworden, so seine Interpretation, die Lage ist unter Kontrolle. Aber, dass er das, und das hat er ja nicht nur einmal getan, sondern dass er das natürlich in diesen 40 Minuten immer wieder hat einfließen lassen, zeigt schon, dass hier ja Probleme vor Ort sind. Er hat ja selbst zu Beginn seiner Pressekonferenz um 13 Uhr auf Ereignisse, Demonstrationen, Ausschreitungen an verschiedenen Orten in Sachsen immer wieder hingewiesen. Insofern haben wir es, und das ist ja auch am Ende hier erklärbar gewesen, haben wir in Sachsen natürlich ein Problem mit Rechtsextremismus. Erinnern wir uns, 2004 ist die NPD mit über 9% in den Sächsischen Landtag eingezogen. Aber natürlich nicht nur in Sachsen gibt es Probleme damit. Jetzt haben Sie mir erzählt, während die Pressekonferenz lief, dass Sie auch wissenschaftlich tätig waren, geforscht haben sozusagen zum Sujet. Was ist der Unterschied zwischen der Zeit damals und heute, 2018? Mancher hat gesagt, jetzt haben diese Rechtsextremen in gewisser Hinsicht in Person oder in Form der AfD in gewisser Hinsicht nochmal einen parlamentarischen Arm. Ist das der entscheidende Unterschied? Ja, es hat natürlich, ich sagte 2004, die NPD mit einem solchen Wahlergebnis, die NPD zur damaligen Zeit, wie geht man damit um? Gewaltprävention, das war natürlich auch damals schon vor über 10 Jahren Themen. Die Herausforderung der politischen Bildung, strukturpolitische Probleme, regionale Dinge, anderes mehr. Aber es ist natürlich richtig. Es hat sich durch das Entstehen später der AfD, die ja noch mal ganz andere Milieus in der Bevölkerung, Gruppierungen in der Bevölkerung ansprechen konnte, zu dann auch noch anderen Themen. Die AfD ist ja nicht entstanden mit dem Thema Flüchtlinge und Migration. Es war Euro und dann eben hat es sich so weiterentwickelt. Ja, aber jetzt in der jetzigen Situation wirkt das. Man muss natürlich fairerweise festhalten, es haben auch Abgeordnete aus Chemnitz, also AfD-Abgeordnete, haben zur Mäßigung aufgerufen. Aber es gibt auch Bundestagsabgeordnete, die haben genau das Gegenteil getan. Also nochmal die Frage, ist das sozusagen der parlamentarische Arm dieser rechtsradikalen Bewegung? Ich glaube, wir haben sozusagen, wir können beobachten, dass verschiedene Bewegungen sich hier zusammenfinden. Zum Teil gewollt, zum Teil kalkuliert, zum Teil vielleicht auch nicht gewollt. Aber das fließt zusammen. Denn das ist ja heute auch zum Ausdruck gekommen in der Pressekonferenz. Schaut euch genau an, wenn ihr demonstriert. Wer sind diejenigen, die es organisieren? Was führen sie im Schilde? Man wird sicherlich zwischen rechts
populistischen und recht extremen Bewegungen dann noch unterscheiden, die NPD und anderes. Da wird man sicherlich auch sehr genau hinschauen müssen. Aber wir haben natürlich ein Ineinanderfließen hier zum Teil von Gruppierungen und Bewegungen. Wir haben eine Stimmungslage. Wir haben natürlich auch bestimmte Themen, die über Wochen und Monate die Öffentlichkeit dominiert beschäftigt haben. Das alles führt natürlich zu dieser Situation, mit der jetzt, und das war mein Eindruck, hier die Landesregierung, der Ministerpräsident versucht eben so souverän umzugehen, dass eben der Primat der Politik, dass die innere Sicherheit gewährleistet wird, für alle Bürgerinnen und Bürger gar nicht in Frage stehen darf. Das war sicherlich der Grundtenor heute dieser Pressekonferenz. Und deshalb dieses Credo, der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt. Herr Professor Kronberg, vielen Dank für diese Erläuterungen. Sie sind gleich wieder in unserer nächsten Aktuellsendung mit weiteren Analysen zu hören. Danke bis hierher.